Viele Männer träumen von Märchen, von Mythen und von Autos. Oder auch von allen drei zugleich. Chris Rabalek träumt von einem Stratos, nicht vom Lancia Stratos, sondern von seinem Stratos. Und davon, einen Mythos wiederzubeleben. Die Rallye-Legende bereits zu Lebzeiten. 2,4 Liter Motor, 290 PS und gerade mal 888 Kilo Leichtgewicht. Der Stratos. Nur 492 Exemplare wurden gebaut. Bisher zumindest. Denn ein 27-jähriger Wiener hat sich in den Kopf gesetzt, eine Neuauflage der Legende zu bauen. Einen Stratos für neue Märkte. Ich bin mit Sandro Monari, das ist ja sein Auto hier, und mit dem hat er die Monte Carlo gewonnen, bin ich mal gefahren, eine historische Rallye. Und da waren so zwei Italiener, einer mit einem Porsche Turbo und einer mit einem 360. Und dann kam die erste Bodenwelle und bei der Zeitprüfung, bei der nächsten, haben wir gesehen, der hat sich alles vorne kaputt gemacht. Schweller runtergerissen, der Ferrari war ja, kaputt. Und wenn du dir ansiehst, da Länder wie Bulgarien, Rumänien, selbst Russland, China, ja, da gibt es Straßenverhältnisse, da gibt es die Leute, die haben das Cash. Aber was kaufen die? Die können kein Enzo kaufen, die können kein 360 kaufen, kein 430 kaufen, weil denen reißt den Spoiler unten weg. Und das Ding, das ist halt ja, Vollgas und Bodenwelle und ist gut. Ein neuer Stratos also. Ein Luxussportler für schlechte Straßen. Obwohl Chris noch Designstudent ist, findet seine Idee in der Szene schnell Zustimmung. An die eigentliche Geburtsstunde erinnert sich einer, der dabei war. Das müsste vor 2 Jahren Genf gewesen sein. Waren wir einfach nach einer Autoshow abends zusammengesessen, haben wie immer relativ schnell über unsere Lieblingsautos philosophiert. Und dann dauert es oft nicht lange, da kommt man sofort dazu, eine Serviette zu nehmen und ein bisschen anzuzeichnen, wie könnte ein Maserati Birdcage heute aussehen. Und da war ein Lancia Stratos, ist da immer mit auf der Liste. Und dann sieht man schon, müsste eigentlich so eine Scheibengrafik haben. Wie modern müsste das Auto sein, aber wie hat es immer noch die Heritage eines Stratos. Und ich glaube, der Chris war derjenige, der irgendwie wahrscheinlich mal die Servietten eingesammelt hat. Jeder hat halt ein Bild rumgezeichnet und das war halt die Chance, in einem Zimmer zufällig 10 Leute zeichnen zu haben, off the record, wie so ein Auto aussehen könnte. Und natürlich habe ich die Skizzen genommen und gesagt, mega. Ich meine, alle der 10 Autos waren gut, sind die besten Leute. Einige senden dem Nachwuchsdesigner ausgearbeitete Entwürfe vom neuen Stratos. Inoffiziell. Design für andere Marken zu entwerfen, kann auch einen Spitzendesigner den Job kosten. Chris wählt seinen Favoriten und entwickelt den Entwurf weiter. Jetzt soll seine Vision Realität werden, im renommierten Pariser Design Center D3. Hier wurde der erste BMW Z8 gebaut. Jetzt beschäftigen sich die Spezialisten mit den Entwürfen eines 27-jährigen Studenten. Am Computer entsteht Linie für Linie die Karosserieform. Kurze Überhänge, große Räder, kleines Greenhouse. Computer-Aided Design, kurz CAD, nennt sich dieser Arbeitsschritt, der den Modelleuren im Prototypenbau die notwendigen Daten für ein 1:4 Modell aus Ton oder Hartplastik gibt. Billig ist das Ganze nicht. Über 1 Million Euro kostet allein die Entwicklung des Showcars. Nur die Außenhaut, ohne Innenraum, Türmechanismus und Motor. Kaum eine Bank war bereit, dieses Projekt zu finanzieren. Und so geht der Österreicher andere Wege. Stratos-Sammler und Liebhaber sind ein betuchtes Klientel. Hier sucht er nach Sponsoren für sein Projekt und wird fündig. Privatiers schießen ihm die Mittel vor, ohne Sicherheiten, auf einen Handschlag. Einen kleinen Teil steuerte er selbst bei, aus dem Privatvermögen der Familie. Um die Verbindung seines Entwurfs mit der 70er-Jahre-Ikone zu verdeutlichen, kommt Chris Mitte 2004 ein neuer Gedanke. In einer Werkstatt in Norditalien lässt er den ersten fahrbereiten Prototypen des Stratos restaurieren, für seinen Showstand in Genf. Dieses Fahrzeug hat keine Basis. Dieses Fahrzeug
hatte ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Jedes Stück Metall wurde eingekauft und das ist also ein Kunstwerk. Das passiert auf keinem Auto, das ist das Auto. Das ist der Beginn der Geschichte Stradov. Eine Flunder mit Ferrari Dino-Motor. An der Restauration arbeiten die gleichen, die bereits 1970 am Stratos schraubten. Auch Sandro Munari, viermaliger Rallye-Weltmeister auf Lancia Stratos, schaut vorbei. Ich kenne Chris seit Jahren, genauso wie seinen Vater. Und was das Projekt angeht, dass der neue ein Rallye-Auto wird, kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Das waren doch ganz andere Zeiten. Aber als Straßenauto, warum nicht? Warum sollte es da keine Zukunft haben? Prototyp hin, Zukunft her. Beim Anblick eines fahrbaren Stratos kann der Meister nicht widerstehen. Denn über Traumautos lässt sich bisweilen trefflich reden. Doch noch besser ist, sie einfach zu fahren. Vor allem, wenn man das so macht wie Sandro Munari. Derweil steht in Paris der Prototyp kurz vor der Fertigstellung. Zusammen mit Achim, seinem Chef zu Praktikumszeiten bei VW, begutachtet Chris sein Showcar. Ich glaube, hier siehst du es jetzt auch schön am großen Modell. Wenn du also driftest oder wenn das Heck ein bisschen rauskommt, dann wird automatisch die Mittelsäule zur konventionellen A-Säule. Und da, ich glaube, es ist ziemlich schön. Das ganze Scheibenthema ist cool, oder? Das ist wie ein Flugzeug. Mhm. Matt-schwarz, ein No-Step, linke Spuren, Lichthupe. Die Neuauflage ist fast fertig. Lob vom Ex-Chef. Ein Revival ist schon verdammt schwer, weil man muss diese Balance treffen, noch einen Bezug zu haben zur Ikone. Aber man muss eben das Auto auch weiterentwickeln und progressive Evolution veranlassen, dass das Auto in die Zukunft bringt und dass es nicht retro wird. Und das ist schön gelungen. Geschafft. Der Traum ist Wirklichkeit. Der neue Stratos präsentationsbereit, nur ohne Lancia-Logo. An seiner Statt sitzt jetzt ein Platzhalter. Der neue ist ein Phenomenon-Stratos, kein Lancia-Stratos. Ein Schönheitsfehler? Ich bin Designer. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Marketing studiert. Ich weiß, was dieses Produkt braucht. Und ich habe den Namen Stratos. Da gibt es nicht die Diskussion, ist das ein Stratos? Das ist ein Stratos, weil was draufsteht und was keiner runterziehen kann. Spricht's und steigt in sein Lieblingsauto. Alles, was getan werden konnte, ist getan. Der Rest ist Hoffnung.